go off the rails. Don't you know it's time to raise our sails? It's freedom like you never knew. Any bags or a pass, say the word, I'll be there in a flash. You could say my hat is off to you. No.
Test, Test. Okay. Ich begrüße euch zu einem Stream, in dem ich etwas tüfteln möchte, denn ich hab... Ach scheiße, Slashback geht ja nicht. An diejenigen von euch, die sich noch an das Weihnachtsprojekt hier erinnern. Boah, sieht das geil aus mit Shadern. Ich habe ja damals mir einen kleinen, großen Aufzug gebaut, aus Redstone. Und im Singleplayer funktioniert er meistens. Meistens allerdings nur. Im Multiplayer funktioniert er, ja, manchmal. Ich würde sagen, zu 80%. Und was man gerade schon gesehen hat, wenn man dann stecken bleibt, dann fällt man hier wieder runter und bekommt Fallschaden. Weil die Pisten so schnell nach unten gehen. Und die Pisten gehen... man würde theoretisch nicht stecken bleiben, habe ich mal die Vermutung jetzt hier, ne? Wenn man nicht so schnell nach oben fahren würde. Da, so bleibt man manchmal stecken. Dann stuckt man hier kurz in den Pisten drin. Muss warten, bis die wieder von alleine runterkommt, wenn man es denn überlebt. Genau. Und angenommen, ich wäre jetzt da weiter oben stecken geblieben. Ja, dann wären die Pisten so schnell wieder nach unten gegangen, dass ich mehrmals Fallschaden bekommen hätte. Und dann hätte ich es auch nicht überlebt, wahrscheinlich. Also, nicht unbedingt Multiplayer, teilweise eigentlich auch nicht Singleplayer geeignet. In der Theorie funktioniert's, aber ja, die Pisten sind wohl etwas zu schnell. Und um das Problem zu beheben, muss man eben erstmal kapieren. Also das habe ich halt jetzt vor, ne? Wieder scheiße, für die kannst du in den Trichter gehen. Vielleicht später noch. Fix ausgerechnet heute an. Bleib morgen 6 Stunden. Oh. Ja, okay, dann tschüss. Ja, ja, als ob du jetzt gehst, ne? So. Wo war ich denn? Dafür müssen wir erstmal verstehen. Ah, ich kann eigentlich Musik anmachen. Ach, ich lass mal die hier laufen. So, ja. Sagt, wenn es zu laut ist. Ach cool, ich hab... Ah, Twitch zweimal offen, das ist sehr gut. So. Ah, okay, du gehst. Ja, tschüss. Und Karl heißt bei mir gar nicht mehr Karl. Ich habe den eigentlich umbenannt. Ha. Ich bin durch die halbe Stadt gelatscht. Aber fragt ihn mal. Ja, hi. Ich glaube, es ist zu laut. Ich glaube, es ist zu laut. Ich mach's leiser. Ist es jetzt leiser? So. Ja, gut. Also. Genau, das hier ist meine perfekte Konstruktion. Dieser Aufzug hier ist perfekt. Okay, der steht gerade oben. Genau, wenn ich hier den Knopf drücke, geht er nach unten. Schneller als er ursprünglich sollte. Wenn ich hier den Knopf drücke, geht er hoch. Das kennt er ja. Also, der Aufzug funktioniert so. Ja. Reiß ich das mal ab. So. Hier. Die sind halt jetzt alle ausgefahren. Genau. Da sind Pisten. Die drücken. Okay. Ich fahre die mal nochmal ein.
Die drücken halt die Sticky Pistons, drücken halt die Nicht-Sticky Pistons raus und die werden dann aufgrund dieser Redstone-Fackeltürme aktiviert. Genau. Genau. Also wir drücken hier unten den Knopf und über den linken und den rechten Fackelturm geht dann das Signal nach oben. Beziehungsweise halt in jeder Ebene geht es in den Block rein. Der Block hier wird bepowert. Das Signal wird mit dem Repeater hier abgefangen. Und halt an hier in den und den und den Block reingebracht. Was dann eben die Sticky Pisten bepowert. Und weil wir ja schon hier diesen Block bepowert haben, wo halt dann auch die Abspaltung weggeht, und sich dann so ein normaler Pisten hier vorschiebt, so, wird der halt dann aktiviert, ne? Weil Repeater kann durch Blöcke durchpowern. So. Jetzt haben wir folgendes Problem. Fackeltürme kann man nicht langsamer machen. Und ich würde das Teil halt gern langsamer machen. Damit es, damit man nicht mehr stecken bleibt so oft. Oder am besten gar nicht mehr. die Glasblöcke hier sind übrigens wichtig, sonst fliegt man nach vorne weg. Oder es muss nicht Glas sein, aber das ist schon angenehm, wenn du siehst ungefähr, wo du bist und nicht in einem engen Tunnel feststeckst. So. Dann habe ich mir gedacht, wie können wir so einen Fackelturm, der nach oben geht, langsamer machen? Erstmal hier noch zur Demonstration. Fackelturm. Die Fackel hier unten, die Redstone-Fackel, bepowert die Sand, ne? Und bepowert den oberen Block. Wenn eine Fackel an einem Block ist, der bepowert ist, dann geht die Fackel aus. Und hier ist dann halt wieder eine nicht bepowerte Fackel, die ist an. Aus, an, aus, an, aus, an. Und oben haben wir dann eine, die aus ist. Je nachdem, in welchem Rhythmus wir aufhören. Mache ich das hier wieder? Vielleicht hat man es gehört. Man hat hier den Ton gehört von dem Node-Block. Weil der jetzt bepowert wurde, weil hier oben die Fackel angegangen ist. Und halt dieses komplette Muster genau umgekehrt ist. Weil halt der Block, beziehungsweise halt die Fackel entpowered, der Block B-powered, beziehungsweise die Fackel entpowered wird. Also immer schön so umgekehrt. Die eine Gruppe an Fackeln aus und die andere an. Und jetzt die andere an und die andere aus. Ne? Immer so hinher. Dann habe ich mir gedacht, hey, man kann das ja hier so machen. Ich lege das Ding hier um. Der Pisten wird bepowert. Drückt den Block zum nächsten Pisten. Der nächste Pisten wird bepowert. Drückt den Block zum nächsten Pisten. Und immer so weiter und immer so weiter und immer so weiter. Und so kann man eben auch ein Signal transportieren. Und das Witzige ist, wenn ich... Die fahren halt der Reihe nach aus. Zack, 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 zack. Und wenn ich dann den Schalter wieder wegnehme, fahren alle gleichzeitig ein. So ganz... Ich weiß nicht, ist es ein Bug oder ist es logisch? Ich glaube... Ja... Ich weiß nicht, ob es so sein soll. Genau. Dann dachte ich mir, gut, baue ich eben das. Nur halt, vertikal. Und das ist dann das hier, ne? Allerdings, wenn ich jetzt das hier aktiviere. Ja, das funktioniert wunderbar. Allerdings fährt die Scheiße nicht mehr ein. Das ist ein Button. Ich habe hier kein Signal mehr an den Pisten. Hier drunter ist nichts. Alles komplett frei. Hier. Alles komplett frei. Ja, wieso ist das so? Das nennt man, glaube ich, einen Butt-Switch. Kann ich ja mal... Kann ich das zeigen? Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. hier so. Wird bepowert und bepowert sich dann trotzdem noch wegen dem Block hier endlos weiter. Ich verstehe es nicht ganz. So gibt es einen Butt-Switch.
Oder Bug, irgendwas bla bla, ne? Switch, 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 Switch. Und so nicht. So funktioniert's. Ich verstehe nicht ganz warum. Und ich verstehe überhaupt nicht warum. Aber ist so. Das ist aber nicht unbedingt scheiße. Oder, naja, mittlerweile vielleicht. Aber bevor es die Observer gab, in der 1.10. Ja. Kurzer Crashkurs. Der Observer checkt, wenn sich hier ein Block ändert. Immer wenn sich hier irgendwas ändert, gibt es ein kurzes Signal. Egal ob jetzt hier Redstone-Ding ist, ich kann auch so. Okay, bei den Noten ändert sich nichts. aber bei jetzt hier zum Beispiel. Na? Wasser. Da. Sogar das checkt er. Und es gibt ja jetzt auch die. Genau. Diese Lava, die Magma-Blöcke hier. Und bei denen ist es so, dass sie in random Abständen. Mal schauen. Ja, gut. Da hinten sieht man es ja eh. In random Abständen. Da war's. Gerade. Hm? Das Wasser entfernt wird kurz. Und, da der Observer das halt checkt, kann man jetzt sagen, er hat mal so einen Zufallsgenerator. Oder, nee, kein Zufallsgenerator. Eine Art Random Tick. Ja. Weil es halt random ist, ne? Genauso wie Bäume wachsen und so. Und dann kann man so. Ich weiß nicht, wozu das gut ist. Auf jeden Fall. Genau, wozu der Buttswitch gut war. Da war ich. Hier Bambus und Sand. Ich glaube, da hinten wäre eh Bambus. Scheiße. Egal. So. Es ist ja Zuckerrohr. Es ist kein Bambus, es ist Zuckerrohr. Zuckerrohr. Nein, nein, nein. Bambus, wenn wächst, ne, ändert sich der Block. Das kann ich in den Observer detekten. Ah, hier. Ah, nein, scheiße, falsch rum. So, der rote Punkt, da kommt das Signal raus. Kann ich jetzt detekten. Okay, ich mach mal, wenn wir jetzt hier den Sound brauchen, die Musik aus. Hier. So, genau, angenommen, das Bambus wächst jetzt nach. Tada, wir bekommen ein Signal. Ja, genau. Und somit kann man ja jetzt auch, was ich auch wieder vorhab, was heißt wieder vorhab? Ich hatte es im letztes Jahr auch schon vor, aber bin nie dazu gekommen. Eine Bambusfarm bauen und das möchte ich eben in dem Weihnachtsprojekt dann auch wieder machen. Ja, wieder machen. Ich hab's schon wieder gesagt. So. Hier. Redstone und Pisten. So. Bambus wächst nach. Also. Nicht so. So. Bambus wächst nach. So. Bambus wächst nach. Bambus wird abgebaut. Ich habe jetzt ausgeschaltet in der Map, dass die Sachen gedroppt werden, deswegen werden die jetzt nicht gedroppt hier. Aber normal schon. Und bevor es halt den Observer gab, konnte man das auch mit einem Buttswitch lösen. Da, genau, da sieht man es auch, wenn ich den Block hier abbaue. Das Redstone wird nicht gedroppt, weil ich das ausgemacht habe. So. Ich glaube jetzt nicht, dass ich es auf die Schnelle jetzt hinkrieg, aber irgendwie. Ja, so halt? Dann ist der nachgewachsen? Nee.
Irgendwie so. Der Bambus gab halt einen Block ab, der. Keine Ahnung. Das Bambus gab beim Wachsen ein Block-Update und dann hat sich der Butt-Switch hier wieder deaktiviert kurz. Und dann wurde automatisch über eine Redstone-Schaltung wieder aktiviert und dann. Ach, wie ist eigentlich die Stream-Qualität? Habe ich hier Qualität Auto? Okay. Full HD. Dann wurde das Bud-Switch eben durch eine Redstone-Schaltung wieder aktiviert und dann konnte das Bambus wieder wachsen. Ja. Stream-Qualität, ja, geht in Ordnung, passt schon. Ah nein, nicht mein eigenes Stream melden. Wieder hier zurückstellen auf. So. Ja. Also, jetzt habe ich euch gezeigt, dass so ein Butt-Switch-Zeug nicht nur negative Sachen mit sich gebracht hat. So, dann dachte ich mir, gut, dann nutze ich halt diesen simplen Trick hier, weiß nicht, ist es ein Trick? So, das Ding ist bepowered. Ich bepower den Piston. Das Ding powert hier durch. Also quasi eigentlich nichts anderes als das hier. Nichts anderes als so ein Schalter. Ne? Ich lege den Schalter um, wir haben Signal. Ich lege den Schalter wieder um, wir haben kein Signal. Nur verkompliziert. Ja, und mit Delay, mit dem kleinen, das ich mir eben hier zunutze mache. Ach ja, das habe ich jetzt, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Ich habe mich für Pistons entschieden, weil die minimal langsamer sind als Fackeln. Als Redstone-Fackeln. Weil die haben auch eben ein Delay. Das Delay, die man halt zack, 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 zack. So wie beim Aufzug. In der Geschwindigkeit. Und die Pistons werden halt minimal langsamer. Also, habe ich vermutet. Genau. Das haben wir noch gar nicht rausgefunden. Das habe ich vermutet. Ja, hier. Stinknormaler Schalter. Da dachte ich mir halt, ich mache mir das zunutze und lasse halt die Blöcke nacheinander hochfahren und bepower das dahinter und dann könnte man halt hier das durchpowern, so, ne? Das habe ich schon aktiviert. Könnte was halt hier durchpowern und dann wieder an den Aufzug weiterleiten. An die Pisten vom Aufzug, die dann halt hochdrücken. Allerdings, man hat es jetzt schon gesehen, genau, das ist halt immer noch ein Butt-Switch. Ja. Muss hier die Blöcke abbauen, damit die Pisten einfahren. Dann kann ich wieder hinbauen. Danke dafür, Notch. So. Und dann ist mir eingefallen, ja gut. Dann mache ich das halt so, ne? Aber dann muss ich halt diese Quelle hier von Redstone wieder wegnehmen, weil wenn ich das jetzt ausfahre und ich die Quelle wieder wegnehme. Hä? Ah, okay. Ja, klar, stimmt, weil der daneben hier wird mitbepowert, weil Pisten immer. So bepowern. Nicht Pisten, Repeater. Ne? Hier nicht weiter. Oder die bepowern auch noch. Eins nach unten. Immer halt so in so einem Blümchen, in so einem Sternchen. Deswegen wurde halt da jetzt der nebenan mitbepowert. Genau. Und dann dachte ich mir, ja. Wie mache ich das denn, dass ich das Signal da wieder wegkriege? Wie bringe ich am schnellsten Signal nach oben und bringe es auch wieder weg? Tja, mit einem Fackelturm. Und somit. Das ist jetzt auch hier die finale Lösung, mit der wir das jetzt gleich umsetzen, zu versuchen, ja. Einmal wird halt hier.
wird der Fackelturm bepowert. Zweimal, nicht auf der gleichen Ebene halt, weil die Pisten halt hier immer abwechselnd links und rechts sind. Deswegen ist der Fackelturm auch immer links und rechts versetzt, dass halt immer bei einem Repeater dann die bepowerte Fackel ist und das Signal gibt. Ja, und jetzt, wenn ich hier das wegnehme, fährt er sich ein. Zwar fährt es sich... Ja, halt irgendwie komisch ein. Ja, immer zwei. Natürlich, weil wir hier zwei verschiedene Signale haben, die halt gleichzeitig losgeschickt werden. Ja, genau. Stört es eigentlich, dass hier die Sonne so... So, besser. Ne, jetzt haben wir die da links, ne? Im Rücken, gut. Ja, und es scheint funktionieren. Es scheint zu funktionieren. Und jetzt habe ich halt hier und hier einen Noteblock und werde mal austesten, ob der Fackelturm, also die sind auf gleicher Höhe. Oder? Ja, genau, sind auf gleicher Höhe. Und jetzt werden wir halt mal austesten, welche Redstone-Upwire-Methoden hier die langsamere ist, weil die langsamere brauchen wir für den Aufzug. Dünn, dünn. Ja. Ziemlich eindeutig, würde ich sagen. Vor allem, wenn man Stereo-Kopfhörer hat. Yo, welcome back, Rudi. Oh, ja, und jetzt werde ich mal versuchen, das hier, ich habe mir nämlich den Aufzug hier kopiert, in diesen Aufzug zu integrieren. Wenn man übrigens will, dass man mit dem Aufzug normal nach unten fahren kann, muss man hier einfach die Repeater überall auf Stufe 2 setzen, so. Aber wollen wir nicht. Wir platzieren Wasser unten. So, der Repeater... Der Aufzug ist jetzt gerade oben. Deswegen fahren wir mal wieder runter. So. Ich habe auch hier, was ist das? Ja, genau. Wenn ich das hier mache, dann fährt er automatisch wieder hoch. Ja. Runter. Ui, boing, 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 boing. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Fangen wir los. Ich brauche, was brauche ich denn? Ich brauche Blöcke, Repeater, Redstone-Fackel und... Ach, scheiße. Da. Sticky Pisten. Redstone und hier. Nee. Haben wir ja hier, unser Button. Dann reiße ich mal die eine Seite hier ab. Ich hoffe, man hört es jetzt nicht zu sehr, wenn ich auf meiner Tastatur rumhämmer. So. Gut. Das Ding ist jetzt, ne? Der linke und der rechte Fackelturm, die bekommen das Signal gleichzeitig, oder? Haben wir hier... Genau. Genau, wir haben... Okay, so sieht er hinten nochmal nachgucken. Wir haben hier den ersten Repeater und hier haben wir... links haben wir... Genau. Rechts haben wir immer einen Repeater verbaut.
Hey, warte. Ist es nicht voll dumm? Warte mal. Es geht da nicht durch. Es geht da. Hä, wieso funktioniert das Teil? Oh nein! Jetzt sind wir jetzt schon an den Punkt angekommen, den ich nichts mehr kapiere. Wertzelle benutzt Mono-Kopfhörer, also. Als ich sagte mit Stereo-Kopfhörer, da meinte ich halt eher mit Betonung auf Kopfhörer. Weil man das mit einer Lautsprecher oft nicht so gut hört wie mit Kopfhörern. Aber jetzt, wenn du es gerade schon ansprichst, meine Kopfhörer, beziehungsweise mein Headset, geben langsam den Geist auf. Ich habe nämlich immer wieder mal einen Wackelkontakt. Gerade geht's, aber das war heute schon ziemlich nervig. Ja, und dann höre ich nur noch auf dem linken Ohr was. Geil. Es sei denn, ich halte meinen Kopf in einer bestimmten Pose. Sehr gut. Wobei. Ja, nee. Ist schon noch Stereo. Ich meine, jetzt habe ich ja eh nicht viel Sound. Beim Videos gucken ist das schlimmer. So. Wieso funktioniert es? Ich meine, der Pisten geht raus. Sobald er draußen ist, geht er hoch. Und der Pisten, der rausgeht, da ist der Repeater auf 1. Genau, ja, also wir haben hier zwei Repeater. Für. Hä? Jetzt bin ich gespannt. Kann es sein, dass ich das damals nur gemacht habe, weil ich nicht wusste, warum der immer stecken bleibt und habe dann versucht, irgendwo ein Delay einzubauen? Kann das sein? So, jetzt komm, funktioniert. Es geht nicht, wieso geht's nicht? Es geht nicht, weil die alle gleichzeitig ausfahren. Ich müsste. Hier überall eine Stufe dazugeben. Jawohl. Ich kann halt jetzt immer noch nicht ganz nachvollziehen, wieso das normale Redstone hier von dem. Ach, genau, okay. Okay. Stimmt, okay. Also das normale Redstone-Signal geht da nicht durch, einfach so durch den Block. Aber mit dem Repeater kann ich das da rausholen. Und da halt auch auf der anderen Seite reinpushen. Ahahaha. Ja klar. Weil der Block ist ja quasi noch bepowert. Und mit dem Repeater, der Verstärker, der kriegt das dann natürlich wieder auf die Reihe. Gut. Schön, dass Sammy auch mal die Redstone Basics versteht. Wobei ich eigentlich halt gar nicht so. Mich gar nicht so gut auskenne mit Redstone. Ja, so, hast du etwa keinen 7.1 Surround Sound XD-Lappen?
Das sind 5.1 Kopfhörer, aber zumindest, also in Minecraft habe ich komischerweise nur normalen Stereo-Sound. Ich weiß es nicht, warum. In anderen Spielen gehen die. Oder wenn ich halt diesen Windows-Test mache, ja. Ich habe gefühlt 100 Kopfhörer geschrottet, immer die linke Seite kaputt. Aha, okay. Also wenn du Ohrstöpsel brauchst, ich kann die Rocket Cyber empfehlen. Die haben, glaube ich, 25 € gekostet und habe ich jetzt 4 oder noch mehr Jahre. Haben einen super Sound, wie ich finde, und sind auch nicht kaputt gegangen. Man kann sich da. Das sind In-Ear-Kopfhörer, also Cyva, SYVA geschrieben, glaube ich. Und man hat da drei verschiedene so Stöpsel, die man reinmachen kann. In verschiedenen Größen. Für Leute mit großen und für Leute mit kleineren Ohren. Und mir ist halt die kleinste Stöpselstufengröße zu groß. Und deswegen quetscht's die Ohrstöpsel immer wieder mal aus meinen Ohren raus. Also ich muss dann so, ja, je nachdem, wie stark man sich bewegt, immer wieder mal die Stöpsel wieder reinschieben. Aber wenn du normale Ohrlöcher hast und keine kleinen Mikro-Ohrlöcher wie ich, dann sind die Kopfhörer, oder hätte ich normale Ohrlöcher, dann wären die Kopfhörer perfekt für mich. Aber ich glaube, ich würde die trotzdem wieder kaufen. So. Genau. ja, wieso bin ich jetzt eigentlich weggegangen? Also, hier haben wir schon mal. Toll, das hätte ich gar nicht entfernen müssen. Oder. Also wir haben halt jetzt das. Wir haben hier auch zwei verschiedene Signale gehabt, aber wir haben immer das linke abgefangen. Stimmt. Stimmt, und das war halt immer um einen Block versetzt. Und hier haben wir aber. Jo, immer eine komplette Lücke an Blöcken. Warte, fuck! Scheiße! Immer eine komplette Lücke an Blöcken. Signal, komplette Lücke. Signal, komplette Lücke. Nee, passt schon. Signal, komplette Lücke. Signal, komplette Lücke. Ja, gut. Allerdings sind halt hier die Dinger. Da fangen wir es immer auf der linken Seite ab. Aber hier müssen wir es abwechselnd links und rechts abfangen. Genau. Das heißt, es wird ein bisschen komplizierter. Ich überlege gerade, ob ich das so daran baue oder ob ich das jetzt hier so baue und das Ding ums Eck, also genau quasi so. Ja, da kann ich es eigentlich herkopieren. Obwohl nicht, dass ich irgendwas überschreibe. Wir haben ihn. Slash Blown. Warte, angefangen auf der linken Seite, dann hören wir auf der rechten hier auf. Das Ding ist zwei Blöcke breit. Dann kriegen wir hier das Signal durch. Wir fügen es hier ein. Es ist zwei Blöcke breit. Und wenn dann hier der. Da muss ein Block Abstand bleiben.
Damit die Repeater nicht irgendwas aufhängen können. Deswegen, glaube ich, kann ich das Teil hier einfügen, oder? Ja. Genau. Gut. Also, ach so. Ja, klar. Da war halt das, da habe ich das Weiß schon mitkopiert. Darum ist das hier schon verkabelt. Da, so. Nein, scheiße. Das muss da rein zeigen. Ansonsten geht es nicht. So. Das brauchen wir jetzt noch nicht. Oder? Ah, scheiße, oder ist das wichtig? Fuck. Ist das da die Connection? Ist... Nee, ist nicht wichtig, gut. ach ja, genau, weil du gesagt hast, hier, Sammy, Minecraft-Experte, versteht sein eigenes System nicht. Das ist nicht mein System. Den Aufzug hat sich Pancave ausgedacht. Und der Typ verdient richtig viel Respekt dafür. Das ist so genial, so klug. Ich meine, wer braucht einen Taschenrechner in Minecraft? Wer braucht Basic, die Programmiersprache Basic in Minecraft? Nein, sowas ist die Zukunft. Sowas gebührt Ehre. So. Also das... Warte, was... Wie wird das da angesteuert? Nur hier rüber? Nur hier. Oh Mann. Ach, ich probier's einfach aus. Wenn ich hier das Ding drück... Gut, okay. Rechts funktioniert alles. Dann passt's. F. Fährt von selber runter? Gut. Ach so. Nee, tut er nicht. Was? Jetzt fährt er runter. Okay. Ich hoffe, das ist jetzt einfach nur wegen den Bauarbeiten. oh, ich könnte auch mal den F3-Screen wegmachen. So. Dann. Scheiße. Oder? Vielleicht entsteht hier nämlich wieder ein Butt-Switch. Wenn das... Oh. Cool. Ich hab's genau falsch eingefügt, jetzt muss eins tiefer. Und eins hierhin. Genau. Dann legen wir das hier so weiter. Ja. So. Also das Signal kommt. Wir haben immer einen Repeater drin. Egal, dann dauert es halt einfach ein bisschen länger, bis der nach dem Knopfdruck startet, ne? Weil die Fackeltürme ja... Genau. Kein... Ja, genau. Gut. Oder? Ja. Ja. Sehr gut. Puh.
Ich will auf keinen Fall was falsch machen, weil wenn ich was irgendwas falsch mache, also was Großes, dann wird es schwer, den Fehler zu finden. So. So, da habe ich jetzt. Den Rest bauen wir, oder? Kopieren es nicht. Allerdings. Jetzt, ach, ich guck mal, ob ich den Musicbot reinmachen kann. Ach, hi Karl. WB. So, weil die Seite. Scheiße, die Seite vom Bot geht nicht. Ja, was mache ich da? Was mache ich da? Team? Nein. Ah, ich guck mal hier. Necro. Ein kurzer Moment. Ihr schaut währenddessen den Schweinen zu. Im schönen Freigehege. Clear auch den Chat extra. So. Das ist schlecht. Ich kann das Ding von dem Bot nicht aufrufen. Okay. Ja, dann hau ich halt in Playlist rein. Haben wir ja da mal was gemacht. Viele Playlists. Wie heißt die denn? Heißt die Music? Heißt die? Ach, die heißt Playlist, genau, die Playlist. So. Das erstmal Electric Joyride. Das ist magisch. Wird noch lauter, keine Sorge. Dann. Immer auf dem Level von dem Redstone-Ding, genau. Ist auch geil, wie man, wie bei mir in Info alle die Methoden neu schreiben und ich immer schon mit CV beherrsche. Ah. Das soll man aber eigentlich nicht machen, weil wenn man einen Fehler macht, dann kopiert man den. Wie viel FPS habe ich eigentlich? Interessant, mit Shader streamen und weniger Render Scale. Aber da passiert demnächst noch was, dass ich mehr FPS bekomme. Da mache ich auch ein schönes Video zu. Ah nein, nicht da. Der gleichen Höhe wie das Redstone, ne? Genau. Also, so, oh Gott. Ist so schön zu fokussen. Oh. Nein. Ah, Verzeihung. Mich fröstelt etwas. Jetzt seid ihr hoffentlich wach. So.
Wie war das hier connected? Oh Gott, das ist... Das... Oben kapiere ich auch noch nicht so ganz, wozu das alles gut ist. Ich finde es so faszinierend, dass es so klein ist und halt funktioniert. Ich meine, wenn du hochfährst, ja, dann macht er halt hier den Boden zu. Es ist so, yo, übertreib halt. Ja, jetzt haben wir dann den, den brauchen wir dann nicht mehr. Der geht hoch. Mit Power. One. Scheiße, habe ich Scheiße gebaut? Ja, ich habe Scheiße gebaut. Immer genau andersrum. Immer. Nein, hier haben wir. Kurz. Lang. Kurz. Okay. Alter, bin ich denn... Ich bin so gut. Hier. 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 Passt das so? Ist das so? Sieht es... Ja, ich glaube, ich habe es endlich raus. Nach 10 Minuten rumprobieren. Wie wenig Delay haben wir eigentlich? 10 Sekunden vielleicht. Oder zumindest ich. Da, da. Haben wir. Kann ich. Die in die zweite Hand und. Boah. Nee. Nee, funktioniert nicht. So, Mais. Hier. 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 Genau, schön umgekehrt. Denn die hier fangen richtig an. So.
Dann ist die unnötig. Hm? Jetzt bin ich hier gespannt. Okay, also die... Hier tut sich überhaupt nichts. Weil... Die erste Piste nicht ausfährt. Hm. Ich weiß nicht, funktioniert es? Also... Nee, hier fährt nur der erste aus. Und der... Mache ich mal den Schalter hin. Genau. Wie mache ich es denn so? Hey, Junge. Ach cool, zweimal der gleiche Song hintereinander. In der Playlist war das so. Oh Mann. Dann mach ich ja... Ja, da reicht das Signal halt nicht. Okay, der Song ist ein bisschen ausgelutscht. Jetzt komm weg da. Nein, aha. Der Song ist auch ausgelutscht. Aber das ist jetzt so. So. Ausgefahren. Der fährt aus, der fährt aus, der fährt nicht aus, warum? Fangen sind. Das wäre schon vorteilhaft. Okay. Raus. Sehr schön. Muss die Scheiße. Ah, okay. Okay, also, wenn ich jetzt, nee. Button. Der fährt komplett wieder ein. Außer der oberste hier. Hm. Das war klar. Ah, nein, 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 nein. Wieso bleibt er denn hängen? Ah, ja, klar, weil das. Nee. Hm. Naja, mal gucken. Also, die linke Seite scheint zu funktionieren. Hm. Irgendwie weiter oben? Weiter oben zucken die kurz wieder rein. Das ist, glaube ich, unten nicht.
Ja, genau. Hier unten warten die. Und oben. Zack, 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 zack. Hä. Da hinten habe ich ja nichts verstellt. Alles auf Stufe 1. Na gut, wenn's... Oh. Ich baue halt jetzt auch mal auf der anderen Seite, hm? Und zwar... Hier nur mit Ding. Loi. Scheiße, ich will jetzt gerne Steuerung Z drücken. Ah, ich kann den Stream gucken. Scheiße, ich war so langsam. Ich glaube, da war ein Repeater auf vollem Delay. Bin jetzt aber nicht mehr sicher. Warte, hier kann ich so. Nein, kann ich nicht. Kann... Ja, so. Ja, ist überall. Nein, da noch nicht. So, jetzt schön wieder sortieren. Gut, die Fackel hier müssen wir abreißen. Uiuiui. Oh fuck, das ist. Ich glaub, da war ne. Macht das die aus, das an? Macht den Block hier. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Da drüben? Auch so, hm. Was macht die Fackel? Was macht sie? Hm. Ja gut, also hier war auf jeden Fall bepowered. Die... Ah, scheiße. Da kommen jetzt die Pisten hin, ne? Obwohl ich ja auch das Signal von denen nehmen könnte. Und einfach hier rüberlegen könnte. Ich glaube, das werde ich dann im Survival auch so machen. Weil es billiger ist. Dann habe ich auch nicht... Das Problem, dass die Konstruktion hier im Weg umgeht dann bei den Pisten. Ja. Hm. Allerdings, ach scheiße, jetzt haben wir... Ich glaube, das sind mehr als 15 Blöcke, weil... Redstone geht nur 15 Blöcke weit. Ich werde Discord-Link gemacht vom Stream. Ich hab im Discord was geschrieben. Hey, findest du so, dass ich dir spende? Och, scheiße, das habe ich total vergessen. Also, hi, willkommen im Stream. Du hast vielleicht gemerkt, ich guck nicht immer so minütlich in den Chat, leider. Ja, wenn du mir jetzt was gespendet hast, ne? Dann tut mir das sehr leid. Ich hatte leider den Alert nicht drinnen. Bitch. Ah. Oh. Nee, die letzte Spende war vor 6 Monaten. Geil! Was haben wir denn da? Da. Ich hab doch Seams. Ja, reicht schon. Tobu. Tobu macht eigentlich gute Musik. Allerdings ist sie halt auch immer ein bisschen so ausgelutscht. Dann hat sie eine Beam.
Das war Beam. Beam. Mhm. Das sehen wir. Weiß nicht. War das? Ja, sieht gut aus. Launch. Oder. Naval Show Height. C. Wenn wir hier neu. Browser Source. Overlay. Ja. Okay. Und jawohl. Oh Gott, habe ich da noch den Snapchat-Ding drin? Infos leider. Könnt ihr bearbeiten? So. Bin gespannt. Bitte Snapchat. Oh. Aus. Light, Instagram? Ja, okay. YouTube, okay. Safe. Niemand. Niemand will mich auf Snapchat. So. Gut. Gut. Also. Jo. Letzte Spende vor 6 Monaten und gut. Wie viel haben wir eigentlich schon insgesamt jetzt hier durch Spenden bekommen? Egal. Guck ich ihn anders mal nach. So. Ich folge dir da, glaube ich, sogar auf Snapchat. Hm. Da bist du vielleicht die Einzige. Gut, dann machen wir mal weiter. Oder? Und probieren einfach aus, ob das hier... Ach, scheiße, das reicht nie. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ja, hier und hier ein Delay. Wir haben... Die fahren also... Aber die können doch nicht gleichzeitig ausfahren, oder? Weil der weiter unten ist, der muss ja ein bisschen eher ausfahren. Ach so. Gut, der hat auch kein Delay. Also der fährt aus. Dann fährt... Ach, probieren wir es einfach aus, ne? Gut, jetzt haben wir aber das Ding. Ja, wie mache ich das jetzt? Ich könnte das halt jetzt einfach hier hintersetzen. Naja, oder ich baue es halt nochmal. Wenn wir dann... Nee, wenn wir ein Delay brauchen, dann bauen wir halt noch lauter Repeat ein. Das ist immer noch sparsamer, als doppelt so viele Pisten zu brauchen. Ja, was heißt doppelt so viele? Von einem Basic-Modul, wenn wir die hier mitrechnen, dann brauchen wir natürlich nicht doppelt so viele. Ich kopiere das jetzt hier hinter. Slash. Loan. So. Und das wird hier so eingefügt. Das heißt hier, haben wir einen Block Abstand. Das mache ich weg. Welle, Welle, Welle.
Ja, sehr gut. Dann mache ich gleich noch hier R draus und statt Clone slash Fill ist die. Ich finde die Musik ist. Okay, das ist zu leise. Gut, okay. Wie keine bessere Lautstärkenregelung hin. Ich halte Windows-Ding. So, das finde ich schon angenehmer. Gut, dann mache ich weiter. Das haben wir jetzt abgerissen. Dann flicke ich mal noch das Loch hier. Mach den Debug-Screen aus. Ich glaube, es ging so bis. Ja, bis hier wird schon gehen. Binden wir das. Und. Nein. Genau. Das ist verbunden. Dann. Ach. Bevor ich jetzt hier sage, jo, das Overlay ist an. Sollte ich es vielleicht noch testen. Alert. Ja. Und hier. Simulated Donation. 1 Euro. Und wie lange braucht es? Wie lange braucht es? In a few seconds, sagt er. Account, bla bla. Ja, okay, dann vielleicht. Vielleicht geht halt das auch jetzt gerade nur so nicht, ne? Ich mach einfach weiter. Als ob mir jemand Geld spendet. Wozu auch? Macht es nicht. Ich hab eigentlich keine Ausgaben. Also, außer so 800 Euro Hardware-Zeug, aber. Pff, geht schon. So. Das hier. Ist scheiße. Weil das ist nicht in der Mitte. Deswegen. Scheiße, nein, jetzt habe ich ja hinten abgerissen, das kann ich dann nicht mehr her. Ja, egal, kein Bock mehr, jetzt das hier mittig zu machen. Gut. Sind wir schon mal hier angekommen? Dummes Verein. Bam. Hier müssen wir auf derselben Ebene rein. Yay, und das bauen wir jetzt 1000 Mal. Aber das kopiere ich jetzt nicht, das baue ich ganz gemütlich, weil es ist ja. Also. Hä? Ja, genau, jetzt sind wir hier. Das macht jetzt hier immer so eine Stufe, ne? Und wenn ich die Stufe egal wohin verschiebe, dann ist halt hier immer, wird das Redstone-Signal so abgeschnitten, weil es muss ja hier hochgehen. Und wenn der Block da ist, dann wird es abgeschnitten. Aber da gibt es einen ganz einfachen Trick.
Lab. Das Lab geht es trotzdem durch. Oh. Super. Easy und perfekt eigentlich für uns, ja. Mit Glowstone und Glas. Ja, mit Glas geht es auch, aber da kannst du kein Redstone drauf platzieren, weil du auf Glas kein Redstone platzieren kannst. Warte mal. Ja. Ich würde gerne alle Slabs auf einmal platzieren, aber es geht halt schlecht, weil ich das hier dann platzieren muss. Weg. So. Ich könnte mal ein bisschen was von der Arbeit erzählen. Also. Mein Arbeits... Oder ach so, hat jemand das geschrieben? Ich würde jetzt langsam die 10 Euro gespendet haben. Oha. Wieso? Das tat meinem Arsch total gut. Genau mal. Genau. Er spendet Rudi Geld. Wir brauchen eine Switch. Also, ich erzähle euch jetzt mal meinen normalen Tagesablauf, wenn ich arbeite. Geh da hin. Weil die alle... Ja... Langschläfer sind. Ja, bin ich der Erste. Und, ich bin da... Wann bin ich in der Firma? Ich bin um 7 Uhr so da. Meistens eher. Und dann schalte ich den PC ein. Ich trage mir immer gleich live ins Berichtsheft ein, was ich mache. Und dann setze ich mich halt an meine Aufgabe, die ich derzeit habe, und mache das. Und dann mache ich Mittag. Und... Ah ja, Kacke. Da ist ja immer noch was im Weg. Ach, das wird jetzt eh lustig. Also dann, nee, ich muss mich jetzt mal hier konzentrieren. Funktioniert das? Ich muss eigentlich normal immer... Warte mal, fahr dich mal runter. Oh Gott. Wieso geht es jetzt nicht? Ja, ich baue mal weiter und erzähl weiter. Hm? Dann kümmern wir uns später drum. Aber wenn ich es so mache... Ja, müsste gehen. Ja. Gut. Dann setze ich mich an meine Arbeit, die ich halt, auf meinen Auftrag, den ich da gerade habe. Und bisher hatte ich nur zwei Aufträge. Einmal so eine kleine Seite von unserer Firmenseite zu überarbeiten. Ne? Aber davor, damit ich halt HTML lerne, habe ich ein Buch bekommen und musste da bis Kapitel 10 lesen. Ja. Und dann hatte ich bis Kapitel 10 gelesen und von 800 Seiten von insgesamt, weiß nicht, 20 Kapiteln. Alter, jetzt geht meine Stimme flöten.
Ich muss mehr trinken. Das zeigt, dass ich viel zu wenig rede. Wenn ich von so einem normalen Stream schon heiser werde. Oh, schnell mal was naschen nebenbei. So. Wieso um 7 WTF? Es ist so früh. Ich meine. Ja, ich stehe halt eine Stunde eher auf, als wenn Schule wäre. Oder ist eine Stunde. Ja, eine Stunde. So. Das ist jetzt auch unnötig. Ich kann es viel enger verlegen. Mit Repeater wäre aber schon gut, ja. Was zum Nuaschen. Der Chat wird gar nicht angezeigt, ne? Der sollte eigentlich angezeigt werden, damit man den dann noch sieht auf YouTube. Im Replay. Hier Chat bearbeiten. Ja, der ist auf Beam gestellt. YouTube. Der YouTube-Chat geht gerade nicht, aha. Twitch. Save. Dann machen wir mal schnell den Reload von dem Teil. Und wieso hat die Musik aufgehört? Ein bisschen leise. Paddle-Intro-Song. Also Mining for Moonlight. Wow. Schreib doch Mining for Moonlight. Steht das wenigstens in der Beschreibung? Nein. Doch, ja. Incompetech ist verlegen schön. Bastard, ey. So. Oh, gelöschtes Video. Ja. Ah, jetzt ist es doch noch lauter geworden, jetzt nicht? So. Wenn ich das jetzt hier umlege, aktiviere. Geht nicht. Warum? Deswegen, wegen dem einen Redstone. Gut. Und es scheint... Oh, es scheint, als würde es schon mal gehen. Allerdings müssten sich die anderen Pisten hier noch einfahren. Warte, das mach ich mal. Ich meine, von wo kommt denn das Signal? Von... Ist auch irgendwie so eine Art Butt-Switch, oder? Ich meine, von... Woher kommt das Signal? Hä?
so, yo. Es aktiviert sie halt von oben runter? Ja, wäre logisch, weil sonst, somit kann man ja auch wieder nach unten fahren, ne? Ah, hab ich da was weggemacht? Nee. Es geht dahin und dahin. Und da haben wir... Da haben wir die komische Fackel, die in die Luft zeigt? Nee. Wir haben... Ach, genau, das ist die komische Fackel, die in die Luft zeigt. Hier haben wir die Fackel, die dann das hier aktiviert. Ja, genau, von dem ganz normalen Fackelturm. Also der Block hier unter dem Pisten, unter dem obersten, der... Genau, der hier, der muss noch aktiviert werden. Genau, noch ein Wire. Ah. Ah. Hat sich jetzt alles. Ah. Okay. Ich verstehe es noch nicht ganz, aber es hat funktioniert und das ist gut. So. Dann machen wir das Ganze jetzt noch auf der anderen Seite. Oh. Ja, ein tolles Bild ist da. Bei dem Video. Tja, den Rest überlasse ich euren Köpfen. So, ach ja, habt ihr was geschrieben? Wieder Schnee heute? Okay, bei mir gab's keinen Schnee. So, du meinst so Matsche, weil Schnee Regen war, aber das ist ja dann ganz ja Flüssigkeit. Matsche. Morgen eine Matte. Aha. Entschuldigung, ich habe wieder kurz niesen müssen, aber diesmal habe ich mich gemutet, damit hier Rudi nicht umkippt vor Geilheit. Hausaufgaben. Alter, Hausaufgaben, oh Gott. Du Opfer musst noch Hausaufgaben machen. Ja, aber das kann ich nicht sagen, weil ich Opfer muss arbeiten. Und ach ja. Genau, ich war noch dabei, von der Arbeit zu erzählen. Ich würde wieder gern zur Schule gehen. So wie die letzten Jahre. Ach. Ich hol mir kurz eine Decke. Eigentlich niese ich nur, weil ich schon Schlafanzughose anhabe. Arbeit, genau. Also ich hatte halt bisher nur zwei Aufgaben und das war jetzt halt nicht so spannend. Es war schön, das Buch zu lesen, HTML-Buch, weil manche Sachen ein bisschen komisch erklärt wurden. Weiß nicht. Vielleicht ist das Buch auch zu sehr auf Laien ausgerichtet. Weil ich ja doch schon etwas Erfahrung habe. Wenn noch nicht viel, aber ich habe halt ein großes, gutes technisches Verständnis. Wenn die Rede ist davon, dass das Formular, keine Ahnung, die Daten eines PHP-Dokument
übermittelt, dann verstehe ich das halt. Man muss mir nicht irgendein komisches Beispiel nennen, das mich nur wieder verwirrt. Aber... ja, das Buchlesen hat schon... vor allem am Anfang hat es Spaß gemacht. Am Ende eher weniger, dann... ja, Ende. Ich habe es ja noch nicht fertig gelesen. Ich habe erst 10 Kapitel. Dann habe ich die Aufgabe bekommen, dass ich so eine Seite halt mache von unserer Firmenpage. Also aperturescience.de, ne? Lustig. Und... das war dann eher langweilig. Okay, das wäre auch zu schön gewesen, hätte es sofort funktioniert. Warte. Nein, ist so schnell wie unten. Ah, wieso fährt er denn von selber wieder runter? Mann. Ja, aber mit dieser Firmenpage bin ich jetzt eigentlich fertig. Und mal gucken, was ich als nächster Auftrag kriege. Vielleicht muss ich das Buch zu Ende lesen. Also bisher war Arbeiten jetzt noch nicht so geil. Ja, ich habe Geld verdient, aber... mir wäre es lieber, würde ich weiter zur Schule gehen und dafür mehr Freizeit haben. Oder halt, mir wäre es lieber, würde ich kein Geld verdienen und dafür mehr Freizeit haben. Allerdings, dauerhaft, ja, Ferien und zu Hause rumgammeln ist auch irgendwie nix. Eben, weil man dann anfängt zu gammeln. Richtig, man fängt an faul zu werden. Man braucht irgendeine... oder ich brauche irgendeine... Regelmäßigkeit. Wie es halt zum Beispiel die Arbeit ist. Da... okay, da war die Fackel. Und ja, musst du nicht morgen arbeiten? Ja, ich muss morgen arbeiten. Warum? Also ich beschäftige mich jetzt mit digitalem Zeichnen. Standards incoming. Oh shit. Jetzt kommen die kleinen Ohrlöcher. Du verdienst Geld mit Lesen. Lesen. Also, ja, so kann man es sehen. Aber ich lese ja nicht nur das Buch. Ich mache dann, was da drin steht, nach. Das sind halt Arbeitsaufträge drin, mache ich dann. Also, ich verdiene Geld durch Lernen, ja. Aber das beschreibt so ziemlich eigentlich jede Ausbildung. Vor allem am Anfang. Also in den ersten, weiß nicht, 2 Monaten kriegst du eigentlich Geld für nichts. Fürs Nichtstun, ja. Weil eigentlich, ja, für die Firma überhaupt keinen Nutzen hast. Und drum, weiß ich nicht, das ist eigentlich auch der mega assi, nach der Ausbildung zu sagen, yo, tschüss, geht's zu einer anderen Firma. Weil die haben richtig viel Geld. Ja, in dich investiert quasi. Ach ja, genau, ich wollte den Knopf drücken und gucken, ob es jetzt immer noch an alleine runtergeht. Ja, das tut es. Was zur Hölle macht dann diese scheiß Fackel hier? Okay, es macht die Fackel. Okay. Nö, nicht mal.
Also hier bestimmt die Fackel, ob das Ding ausgefallen ist oder nicht. Und wenn die Fackel an ist, ist es nicht ausgefahren. Und die ist aus! Warum? Hä? Die bei mir ist an. Nee, die ist auch aus, okay. Das Prinzip deines Kanals und Lebens ist das Gammeln. Mann, ich will auch zeichnen. Ein Grafiktablett. Ja, ich hab sogar eins. Ja, es gibt auch ziemlich günstige. Also. Wacom, ich glaube meins. Ja, meins ist auch von Wacom. Aber also ich zeichne mit dem Grafiktablet nicht anders als mit der Maus. Ja, vielleicht minimal, aber den Unterschied sieht man kaum. Eigentlich gar nicht. Okay, schreiben. Natürlich schreiben. Ja, gut. Und man hat halt auch diesen Drucksensor. Also wenn Programme das unterstützen, wenn man jetzt mal irgendwas Hochwertigeres als Paint hat, wird halt auch dementsprechend das Ding dicker und dünner, je nachdem, wie fest du aufdrückst. Der Pinselstrich, der digitale, ne? Ich hatte kein PC. Dürfte aber am Handy sicher auch gehen. Außerdem, Gammel PC haben die ja. Ich switch kurz aufs Handy, bevor meine Mutter mich umbringt. Okay. Wenn es wird. Ach ja, gut. Stimmt. Rudi hat sich die Fahne gekauft. Ja. Das stimmt, man hat ein anderes Gefühl. Ja, zum Zeichnen. Meine Zeichenskills sind halt dezent nicht vorhanden. So. Deswegen erkennen wir da auch keinen Unterschied. Aber wieso passiert jetzt hier nichts? Ja, weil da ist nirgends eine Verbindung. Hä? Aha. Also es ist bestimmt nicht die Fackel, sondern die hier. Nur wenn ich die abbaue, wird die halt aktiviert. Das heißt, wir brauchen hier anscheinend eine Fackel. Ja. Okay. Ja, das Signal geht da rein. Dann. Genau, stimmt. Wenn es hier anbleibt, beziehungsweise da oben, geht es hier hoch. Hier hoch geht. Wow, geil. Ne, hier hoch nicht. Wo ist verdammt das nochmal da? Ist das unnötig? Ist. Nee, da ist es aktiviert. Oder? Nö. Boah, geil. Gibt's solche geilen Shader. Boah, hier Schatten. Alter Sammy. Ja, was denn? Man wäre voll gerne ein größeres Projekt dabei, aber noch kein PC. Oh ja. Mein Beileid. Kann man das jetzt hier irgendwie so einbauen? Das funktioniert ja nicht in die andere Richtung, ne?
Nee. Also ich muss... so machen. Ach, da hat sich das jetzt auch so aufgehängt. Scheiße, ich habe an meinem perfekten Ding rumgespielt, ne? Meinem perfekten Aufzug. Komm schon, funktioniert noch. Jawohl. Wieso? Wodurch wird der ausgefahren? Durch die Fa... Ah, ich... Oh. So hier. Genau die. Bei mir nicht, weil hier irgendwas... What? Achso, der war ausgefahren, okay. Okay. Runterfahren? Funktioniert nicht. Oder funktioniert das nicht? Weil das Signal hier nicht weggeht, ne? Oh. Ich brauche schon wieder viel zu lang hier für den Stream. Eigentlich... Wenn ich genug Schlaf bekomme, muss ich um 10 ins Bett. Weil ich muss mich in der Arbeit einfach konzentrieren. Gut, bei jetzt so ganz einfach HTML nicht unbedingt, aber... Wenn ich nicht ausgeschlafen bin, kann ich mich auch nicht konzentrieren und dann... Ja, dann kann ich eigentlich gleich heimgehen, habe ich gemerkt. Aber so bis 12 geht ja auch noch. Heute auf dem Weg zur Stadt, Motorrad gesehen, was 1 zu 1 wie eine Kutschuh aussah. Und ich dachte, ja, wenn wir fertig sind, dann können wir vielleicht auch noch Mario Odyssey spielen. Ja, scheint so als... würde das noch etwas dauern, bis wir fertig werden. Ich meine, der Typ hat so viele Tricks verbaut. So viele... Er hat richtig einen Redstone Pro raushängen lassen. Jetzt ist alles ausgefahren. Obwohl hier kein Signal drauf ist. Wenn ich jetzt das wegmache. Hier war das Signal. Wenn ich das jetzt weg. Dann fahren die Teile nach unten aus. Okay. Wenn ich es wegmache, fahren sie wieder ein. Wenn ich allerdings den Button drücke... Dann ist das Signal hier auch wieder weg. Das heißt, ich brauche hier überhaupt keinen so Signalumkehrer. Weil das Signal ja dann auch wieder weg sein muss.
Aber wieso bleibt das jetzt hier ausgefallen? Es ist doch bepaart. Es ist um eins bepaart. Und zwar, weil hier der Stein drin ist in der Glock. Geht ein Stein da schon durch? Ja, muss. Und dann wird hier eins nach dem anderen runterbepaart. Denke ich jetzt mal. Aber das ist auch bepowert. Ach, und hier haben wir sogar. Wenn ich das jetzt wegmache. Tada! Oh, haben wir hier vielleicht. Nee, okay, ein Item. Wenn ich den Knopf drück, geht alles runter. Wenn ich den Knopf drück. Irgendwie merke ich nichts davon, dass es langsamer ist, ne? Also irgendwie sieht es jetzt doch nicht so langsam aus. Obwohl hier bei dem Test. Das. Bim, bim. Nein. Okay, gut. Okay, gut. Ich dachte schon, dass das nur langsamer ist, weil hier noch erstmal die Fackeln gebaut werden, damit es weitergehen muss. Aber nein, auch hier ohne Fackeln ist es gleich schnell. Also ist es trotzdem noch langsamer. Ich hatte schon Angst. Machen wir es doch mal. Ja, was suche ich hier lang? Da ist er. Schalter. Mit so einem Schalter. So, ein aus. Von unten. Von unten. Also die sind komplett ausgefahren. Und von unten, genau, fahren die dann wieder rein. Und dann werden die auch wieder reingezogen. Aber eben erst von den Repeatern hier. Und es ist ganz klar, dass es langsam nach unten geht. Klar, weil wegen den Repeatern. Es kann ja nicht irgendwie scheiße schnell gehen. Ohne Lust kann ich mich gar nicht konzentrieren. Ja. Kommt drauf an. Kommt bei mir drauf an, auf was. Wenn ich mich auf was konzentrieren muss, was mir Spaß macht, dann geht es. Also was mich interessiert, ja, dann geht es immer, auch wenn ich keine Lust habe. Gerade, ne? Aber so Sachen wie keine Ahnung. Ja, ey, irgendwas in der Schule, so. Oder meine Mama hat letztens so einen kurzen Test gemacht. Weil die bei irgendeinem Vortrag war. Übers Lernen. Hat die mir einen Zettel gegeben
Wo halt irgendwelche Sachen drauf standen, so Blumenarten, glaube ich, ne? Und dann musste ich das halt, hatte ich eine Minute Zeit, mir das auswendig zu merken, um so viel wie möglich halt davon auswendig zu lernen. Danach wusste ich, oder ja, genau, dann hat sie mir den Zettel weggenommen, dann haben wir wieder irgendwas gelabert. Und dann so 5 Minuten später hat sie mich gefragt, ne? Nach dem Zeug. Ich wusste nur das Erste. Ich hatte einfach null, einfach, weil es mich nicht interessiert hat. Da war halt kein Ehrgeiz hinter. Ansonsten hätte es sicher besser geklappt. Ja. Ach ja, genau, warte. Ist das jetzt? Das Ding? Port. Bin ausgefahren. Arbeitsgedächtnis am Arsch. Aha. Beim IQ-Test findet man sowas raus. Das geht ja dazu. Ach. Ich mache halt diesen gleichen Fehler wieder. Das geht da gar nicht durch. Aber so geht's. Jetzt habe ich halt nur. Was bringt das denn? Och nee. Warte mal. Warte. Ist aktiviert von dem. Ach nee, was mache ich denn? Ja, toll. Genau andersrum muss es sein, oder? Ja, jetzt haben wir es genau andersrum. Ha! Oder? Sind wir hier? Ja. Jetzt ist er eingefahren. Jetzt ist er ausgefahren. Aber das ist eigentlich überhaupt gar nicht wichtig. Den brauche ich. Ich brauche die Scheiße nicht. Ich mache das sowieso wieder dann auf meine Art.
Obwohl. Natürlich, natürlich, natürlich. Nein, hier. Ja, hier habe ich es auch drin. Stimmt, ich habe es nicht weggelassen. Wenn ich hochfahre. Komm, hau nochmal hin, bitte. Arschloch. Jetzt kommen wir runter. Ja, dann halt nicht. Meine Fresse. Ja, beim Hochkommen fährt der Block raus und der. Dann stehe ich da und dann, das habe ich eingebaut, schieben mich die beiden. Die schieben sich hier so vor. Und dann kann ich nicht mehr rein. So lange. Will ich mal zeigen. Obwohl, nee. Beim Reset funktioniert es nicht ganz. Hier ist nämlich so ein Reset-Knopf, der, glaube ich, gar nichts bewirkt, wirklich, aber. Ja. Und fahren so raus, ne? Und dann fährt der Aufzug in Anführungszeichen langsam, so schnell wie es geht, wieder nach unten. Und erst, wenn er so weit unten ist, dass ich, wenn ich springe, dann im Wasser lande. Es ist echt perfekt getimt, ganz knapp, aber perfekt. Dann wird halt da oben das freigegeben und ich kann halt runterfallen. Ja. Ach, was mache ich denn? Hier. So. Ich weiß nicht warum. Er fährt von allein runter. Genau das will ich eigentlich. Also, lass ich so. Weiß nicht warum. Aber genau das will ich. Deswegen passt es mir so. Ich hab das Gefühl, der ist noch schneller geworden, ey.
Alter, der ist halt echt schneller. Der rechte. Der WTF, Mann. Alter. Hä? Warte. Kommt mir das nur so vor, weil die einen Pisten ausgefahren sind. So. Gerade. Jetzt lasse ich die mal ausgefahren, ne? Und die hier. Lasse ich auch ausgefahren. Instant oben. Wie teste ich es jetzt? Ey, cool, der Drucker war an. Sieben. Sieben Blöcke. Wenn ich es hier mache. Ich hab's ordentlich gemacht, oder? Und wieder schneller ist. Das sind mehr als 7 Blöcke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wieso ist der Scheiß schneller? Hä? Ich verstehe gar nichts mehr. Ich könnte natürlich jetzt einfach eine andere Lösung mir suchen, ne? Aber ich will verstehen, warum der Scheiß schneller ist jetzt. Für was ist die Fackel gut? Jetzt für gar nichts mehr, ne? Weil ich habe das hier weggebaut. So, du rastest ein. Ach so. Hab ich denn gemacht? Ich glaube, ich mach den Stream aus. Ich glaube, ich reiß heute nichts mehr. Also, beziehungsweise jetzt nichts mehr, weil ja wahrscheinlich den nächsten Tag. Ich habe so verdammt Hunger, ich kann jetzt nichts essen, weil sonst gibt's Schläge von meinem Arm. Dann nimm ab. Oh, hat er nicht gesagt. Ich geh schlafen, gutes Gelingen. Weiterhin und viel Spaß. Oh ja, ich will jetzt hin. Danke für die Erinnerung. Tschüss.
Ich hoffe, du hast es jetzt nicht vor 20 Minuten geschrieben und ich sehe es erst jetzt. Jetzt ist es, glaube ich, gefixt, oder? Genau. Also, nicht das, das meinte ich jetzt nicht. Aber, genau. Jetzt fährt er immer wieder von allein runter. Weil hier der Block nicht mehr drin ist und nicht mehr das alles bepowert. Wieso? Ich hab's doch hier getestet. Oder ist es, hat es nur ein Anfangsdelay und ist ab irgendeinem. Hä? Obwohl, so eine Redstone-Lampe hat auch wieder ein Delay. Naja. Oh. Warte, ich bin doch so ein Schlauberger, ey. Ich bin so. Oh Gott, bin ich klug, ey. Kann man doch im Minecraft-Wiki nachlesen. Minecraft, Peace, Ton. Da. Kolben heißen die. Kolben. So. Härte, Werkzeug. Wie lange zum Ausfahren braucht. Sekunden. Tick. Ein Kolben oder klebriger Kolben benötigt 2 Redstone-Ticks Zeit, um auszufahren, aber 0 Ticks, um sich zurückzusetzen. Okay. Das erklärt auch das Instant wieder Einfahren von hier hinten, ne? Zack, zack, zack. Zack. Instant. Dann. Und bekommt aber dabei nur einen Tick langes Redstone-Signal. Okay. Das Signal zu kurz. Kürzer als 2 Ticks. Dann. Verschiebt den Block nicht. Okay, das testen wir jetzt ein bisschen mit so einem aus. Ah. Ja, wow. Da. Naja. Keine Ahnung. Und dann schauen wir bei der Fackel. Redstone kann nicht geschoben werden.
Zerbricht beim Schienen? Ach so. Ja, cool, aber eine Fackel habt ihr ja nicht dabei. Redstone Fackel. Ticks. So. Redstone Fackel reagiert auf ein ankommendes Signal mit einer Verzögerung von 2 Ticks. Wieso bin ich eigentlich so blöd und guck nicht zuerst nach? Meine Fresse. Und wieso ist denn das viel langsamer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Kann es sein, deswegen, wenn ich das Teil hier mach. Nein. Hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hierher mach. So, jetzt ist es quasi zeitgleich. Bei der Hälfte. Das hier ist um die Hälfte langsamer. Hä? Okay. Ja, okay. 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 Funktioniert das Teil denn noch? Habe ich jetzt irgendwas kaputt gemacht? Irgendwas? Ist irgendwas komisch? Ach komm. Okay, scheint alles perfekt zu sein. Geht irgendwas in nach unten? Nee. Hier. Nochmal. Nur diesmal. Statt Fackeltürmen. Sowas? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich mache jetzt gleich Schluss.
Okay. Erstmal schön googeln. Repeater. Der Redstone-Verstärker hat 4 einstellbare Stufen. Eine Verzögerung je ein Redstone-Tick. Eine Zehntelsekunde. Redstone. Also wenn ich das jetzt hier mache. Das hier. Ist einfach. Schneller als die Fackeln, kann es sein? Nee. Doch. Weil fuck. Wir haben genauso viele Repeater wie voll Fackeln. Und Fackel hat jede Fackel 2 Ticks. Repeater hat auf Stufe 1 nur 1 Tick. Aber es ist natürlich langsamer. Natürlich. Weil absolut nichts hier logischen Zeug ergibt hier. Meine Fresse. Ich mach mal, dass er wieder automatisch runterfährt. Indem ich das hier wegnehme. Warte. Ist wirklich langsamer? Nein, es ist nicht langsamer, es ist nur versetzt. Aber sonst gleich schnell. Tick. Okay. Er verarscht mich? Er war. Teile werden gar nicht bepowert. Wieso fahren die denn aus? Nein, warte, die fahren gar nicht aus. Oh. Was ist das? Die hier sind alle auf. 2 3 Mein Gehirn explodiert einfach. Ja, klar geht's nicht. Weil hier. Ja, warte. Gleiche Höhe.
Ja, ist halt echt so. Ist halt echt so. Geht das? Nee. So. Genau, weil jetzt wird es in den Block gebaut und der gibt's in den und somit in den. Genau. Bitte komm. Ach so. Ach so. Wieso funktioniert es denn da? Ja klar, wegen den... Nein, wegen... Ja, wegen den Punkten hier, oder? Wenn ich... Nee. Ja, ich bin auch müde. Und das merkt man. So. Das war's. Das war's. Das war's. Es fasziniert mich einfach. Es ist so unlogisch. Und dann doch so logisch zugleich. So. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Schönen Tag. Heute... gutes Klingen. Danke. Tschüss. Gute Nacht. Guten Schlaf. Und gute Gehirnerholung. Tschüss. Ach so, jetzt brauche ich noch irgendwas. Irgendwas zum. So. Ja. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Da, 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 da. Oh ja! Ich mag's, ich mag's. Ich mag's. So. Tschüss! Na? Ja. Stole into the party like my name was Ellie.
sirens of the town of Bel Air. Hey then. Fighting high, fighting on foil steel through the wastelands evermore. The skeleton souls will feel the hell that is wasted on the shore. Fight on the one number. Come on, get up, come on, get down with the sickness. Give it to you, I'll give it to you.